Es ist schwer zu erklären, was ich in Rumänien alles erleben dürfte. Natur, Herausforderungen, Leben, Gastfreundschaft, Liebe und so vieles, vieles mehr. Meine Reisen bereichern meine Seele, meinen Körper und meinen Geist, jedes Mal aufs Neue. Ich liebe diese Art des Seins. Es zeigt einem, wie klein wir doch sind und wie wenig man wirklich im Leben benötigt, um wirklich glücklich zu sein. Rumänien zeigt einem sofort, dass es ein wildes und freies Land ist. Die Naturgesetze von Tier und Mensch sind immer noch existent. Diese wilde Freiheit liegt in der Luft, in der Erde und auch im Schlamm, an dem man vorbeifährt oder durch. Also genieße jetzt mit mir zusammen den zweiten Teil der TET Rumänien Tour. Viel Spaß! Wir fuhren bis an den Abgrund heran, welchen wir im ersten Teil ja schon angesteuert hatten, und sahen direkt jemanden auf einer anderen Anhöhe stehen. Das wäre mein Zeltplatz. Runter, da ist der höchste Punkt vom Treckenschiff. Ist da drüben. Ja, genau, das ist da drüben. Aber schau dir das mal an. Hier ist niemand. Einfach niemand. Ja, also da muss ein Foto gemacht werden, würde ich mal sagen. Also ich muss mal kurz umgehen. Nach einiger Zeit brachen wir auf, um den Heimweg anzutreten. Denn es sollte ja nur ein Nachmittagsausflug werden. Es ging nun steil den Waldpfad wieder hinunter. Die teilweise echt doof liegenden Äste waren für uns auch eine Herausforderung. Runter anstatt hoch ist schon eine ganz andere Geschichte und es ist wie, als würde man nochmal eine ganz andere Strecke fahren und wir fahren jetzt den Waldpfad entlang und kommen dann wieder auf eine kleinere Hochebene, da wo diese tiefen Kuhlen drin sind und das ist auch relativ schwer zu fahren, aber es macht mega Spaß. Passt. Da habe ich nicht mehr reagieren können. Bin mit dem einen da rein und mit dem anderen da rein und dann war es das. So. Passt schon, passt schon. Sober. Alles sober. Endlich kurz vor dem Sonnenuntergang waren wir erfolgreich wieder auf der Straße angekommen und steckten vor einem Unfall fest. Was? Unfall was?
Kurz vor unserem Hotel gab es noch eine Waschstraße. Dort säuberten wir unsere gesamten Ladies. Schon so mal Haus und Hof Ding, ne? Ach doch. Rapid heißt er. Rapid. Der nächste Tag startete mit dem Reifenwechsel. Da die Anreise unsere Reifen schon schmelzen hat lassen und wir richtige Offroad-Reifen mit dabei hatten, wechselten wir auf diese. Helfen! Nicht umdrehen. Es gibt manche Leute, die müssen arbeiten und manche müssen Filme machen. Aber was fehlt mal wieder? Was fehlt mal wieder? Ha? Lippenstift. Es fehlt Lippenstift. Jetzt spritzt du schon wieder. Das ist echt schlimm. Ich kann nichts dafür. Ich bin so, wie ich bin. Ist das nicht umständlich, dass du mit deiner Zigarette im Mund befindest? Nein, es ist cool. Ah, es ist cool, okay. Ich würde sterben. Was ist das? Marshmallows mit Gatsby. Arrivio, der Chef der Mechanikerwerkstatt, unterschrieb sogar auf meiner Maschine. Arrivio. Aber nun geht es endlich los auf die TED. Und zwar nochmal denselben Weg wie gestern. Könnt ihr euch noch an diese Auffahrt erinnern? Ja. Und schaut mal, was heute jetzt gefahren wird. Wir folgten dem Pfad bis zu einer Kuhweide, welche nur teilweise eingezäunt war, und suchten dort den richtigen Weg auf der TED. Ach, du wolltest eine Pause machen. Alles okay? Yeah. Ich bin nur aufgesessen. Ah, ich dachte, ich bin super. Ich habe Hilfe geschrien. Du hast so gemacht. Nee. Dankeschön.
Es wird immer einsamer und es ist wie ein Traum, durch Wasserdurchquerungen mitten in der Natur zu fahren. Aber jetzt gibt es erstmal eine Pause. Bonjour, madame! Ça va? Bien, bien! Super! Super! Da? Ah! Ja, ist perfekt! Bravo, Bosch! Mega geil! Der Nachmittag gestaltete sich wirklich schön, bis wir auf der Hauptstraße ankamen und wieder zum Hotel fuhren. Dort erwartete uns ein mega leckeres Abendbrot. Am Abend lernten wir noch zwei Polen kennen, die auf BMW GS Adventures unterwegs waren. Sie prahlten damit, dass sie sehr gute Fahrer wären. Bei einem war ich mir sicher, dass er wirklich gut fahren konnte, bei dem anderen eher weniger. Beim Frühstück im Hotel verabredeten wir uns zum Einstiegspunkt, an dem wir gestern aufgehört hatten. Where are you? We are now on the checkpoint. So we now waiting on you, but I think you started before us, or? Der Weg ging teilweise sehr steinig den Berg hinauf. Von Single Trails bis hin zu groben Steinen war alles dabei. Nun kamen wir an ein steinendes Flussbett, welches bezwungen werden sollte. TCS, yeah? Yeah, you were too slow. And if I stop, I can't drive. Because my TCS and I see it, drive. I see it. I can't drive. And I must stop, close TCS and next. Nice. Yeah, here is good.
Aber fast, fast. Ja. Sehr schön mit Druck gemacht. Sehr schön mit Druck gemacht, Junge. Spróbuj kawałek, tu już dalej nie ma. Chodź. Ratatatatata. Jest gotów, dalej jest fajnie. Kurwa, pogubimy się, Wojtek, ale tylko ten kawałek. Kurwa. Chodź, pogubimy się. Lecimy, lecimy. Ale sehr gut, immer schön mitmachen. Was? Immer schön mitmachen. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. No bo się pogubimy, habe ich jetzt nicht zugehört. Spróbujemy dalej, jak będzie dalej, to samo wracamy. No? Chodź, spróbujemy, jak będzie dalej, to samo wracamy. No tu będzie gorzej tylko. Ale nie wiesz, zobaczymy. Ja tu nie dam rady jechać, no nie umiem, sorry kurwa. Oh. Sorry kurwa. Okay. Should we? Chcesz spróbować? Jest tylko nie chcę skusić. Ob er das nicht ausprobieren möchte. Okay. Should we drive for him? Huh? You or two? Chyba, że ci wjechać. Nee. Du merkst schon, er kommt nicht mehr hoch. So verabschiedeten wir uns von den beiden und fuhren alleine weiter auf der TET. Hoch und runter und auf schlammig und steinigen Wegen führt uns dieser Weg wieder auf die Hauptstraße zurück, wo ein Zigeunerstand aufgebaut war. Was machst du da eigentlich? Konntest du das nicht vorher machen? Dann wären die noch da. Nee, nicht vor den Polen. Warte, ich hab ihn. Was ist los? Ich wollte jetzt rübersteigen. Ach so, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, ich bin immer so fett. Ja, bitte nicht in die Fresse. Komm doch einfach hier. Schau mal, komm doch einfach da hin. Immer von der oberen Seite aufsteigen, dachte ich. Ja. Um Kraft zu sparen. Schauen wir uns mal das an. So.
Dort kauften wir erstmal leckere Himmeln und Brombeeren und verleibten uns einige ein. Wie viel Geld haben wir? Oh je. Was haben wir denn? Ich liebe Obst. Alles ist gut und wunderschön und rosa. Ah! Au. Au. So, 80, yeah. Nicht 18, yeah, okay. I understand 18, yeah, yeah, I know. Aber nicht vergessen, wir packten auch welche hinten in den Rucksack vom Volker. Also, das darf ich vorstellen, das ist kein Motorrad, sondern das ist ein Ligma. Was ist das? Ein Lig-Motorrad. Eine Lig-Karte. Ja, hier ist das ein bisschen doof, ne? Irgendwas ist ja komisch, ne? Ja, hab ich auch festgestellt. Weiter geht's, kurz auf der Straße, bis wir wieder auf dem Offroad-Track einbiegen konnten. Dieser bringt uns zu den ersten Dragons. Das ist Dragon One. Das ist Dragon One. Dragon One, es geht so rauf, es ist vollkommen lehmig, erdig, große Steine, man springt immer hoch und runter, du hast sehr viele Höhlen. Oh oh. Was machen wir? Ausprobieren. Ha? Okay. Lassen wir ihn erstmal wurschteln. Was, wenn er da umfällt oder so? was war das? Okay, okay, geschafft. Okay. Und stehen, komm. Da? Ja, ja. Okay, aufheben. Ja. Und ab. Ja. Warte. Scheiße. Ja. Eins, zwei, hopp! Ist der Rückschlag? Ja, ja. Ja, das du? Ja? Ja. Okay. Mega geil. In einem Zug geschafft. Ja, geil. Mega geil, Alter. Was machst du da eigentlich? Du Feuerholz mit. Ja, ja. Was ist hier? Kannst du mal kurz halten? Ich vorsicht, weg da, ich muss mein Bein rüberschwingen. Gib mir dein Bein. Nein, nur einfach das Bein geben. Hopp. Geh hier hin, hier ist trocken. Ja. Geht dann wieder runter. Ja. Alles klar, also ich gebe dir Druck hinten. Dreh durch, oder? Rück, rück, nein, nein, drücken. Los, los. Das geht, komm, 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 komm. Weiter! Gas! 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 Gas!
Nächstes Mal probieren wir das zu zweit. Sau geil, Alter. Wir können auch da lang fahren. Alter Schwede. Ich hab gesehen, du hast es ja wirklich geil gemacht, Junge. Aber du hättest einfach da reinfahren müssen, du bist da oben rumgefahren. Ja, das habe ich nicht so unter Kontrolle. Der Richtungsvorschlag hat die Karre nicht akzeptiert. Ich hab das schon gesehen, so, ja. Nö, nö. Aber ich glaube, hier an der Steigung anfangen macht jetzt keinen Sinn. Ich würde, stopp, stopp, bevor du jetzt machst. Nicht runter. Ja. Lass uns erstmal überlegen. Seite, oder? So, hier. Ja, wir müssen das aber schön machen, weil er braucht die Spur. Weil ja, verstehst du, sonst kann, also entweder du fährst die oder die. Ja. Pass auf, ich halte, du schaust dir die Spur an. Warte, gib mir eine Sekunde. Ja. Ich übernehme. Gut, ich halte das die ganze Zeit ohne Probleme. Was macht ihr? Ja, danke, danke. Das rede ich ja nicht noch mit dir. Ja, ich verstehe das nicht. Also ich würde die Spur nehmen. Nicht die, sondern so. Oder so. Die so, weißt du, dann fällst du hier rein und dann hast du trocken. Kannst du hier rum. Ich darf mit dem Hinterrad nicht weiter wie hier. Nicht genau, so richtig, weil wenn du in die Kuhle reinkommst, ist vorbei. Hier. Hier so, ja. Und dann hier gerade hoch. So hatte ich es mir vorgestellt, hier. Ja. Hier genau. Hoch und dann. Genau, ganz genau. Ja. Okay, warte. Kupplung nicht kommen lassen. Ja, ja. Geh weg, geh weg. Und hopp. Okay. Kupplung langsam kommen lassen. Hopp, hopp, hopp. Stopp, stopp. Okay, noch weiter. Ja, okay, jetzt musst du das Stück hoch bis gerade ist. Das macht so keinen Sinn. Lass durchdrehen! Ja, genau! Gas, komm, nicht die Kupplung kommen lassen! Ja, genau! Schön, schön, schön! Es wird immer steiniger und steiler. Die Steine sind teilweise so groß wie mein gesamter Stiefel. Wir sind jetzt langsam an einem Punkt dieser Strecke, wo es fast senkrecht nach oben geht und ich schmeiße die Karre natürlich kopfüber an den Berg. Nein, nein, alles gut. Okay. Ist alles gut, danke. Na dann? Schuck, schuck. Den Lenker kann ich nicht benutzen. Was kannst du? Den Lenker nicht benutzen. Jetzt. Aua. Oh, Entschuldigung. Hier. Ich hab's. Hast du auch nicht gedrückt? Nein. Ja, doch. Ich hab hier den Ruck. Und dann ist mir. Okay. Ja, das ist scheiße. Da muss ich zurück. Oder? Zusammen versuchen wir die T7 aufzuheben. Leider passiert kurz vor dem Losfahren etwas mega Doofes. Ja, da hatte ich vor, ich wollte jetzt da so rüberfahren. Ja. Einfach vorbereiten die Maschine, gerade halten.
Okay. Bist du gerade gesprungen? Nein! Au! Au! Fuck. Tut mir leid, nicht böse gemeint. Ja, ich weiß. Nicht böse gemeint. Es tut mir irre weh. Ja, ich weiß. Ich hab's halt nicht gesehen. Ja, ich weiß. Das ist auch nicht. Das ist alles gut. Nachdem der Schmerz nachließ, versuchten wir mit gevereinten Kräften die Anhöhe zu erreichen. Warte, höher, für mich gerade. Ich brauche den Fuß, höher. Danke. Scheiße. Alles gut? Ja. Das spritzt jetzt. Geht immer weiter den Berg hinauf. Immer wieder kommen steinerne Stufen und Löcher, die einfach mal die halbe Teneré verschlucken würden. Das Scheiß gibt. Ja, du. Weiter geht's über zwei Steinstufen, bis wir auf eine Teilung der Murenabfahrt gelangen. Das ist ganz einfach! Das kann jeder Fahrradfahrer zu Fuß. Schau mal, wir reden hier von Steinen, die so kniehoch sind. Es ist alles matschig, lehmig. Die Steine sind richtige Treppen. Richtig crazy. Scheiße, da war ein bisschen hart aufgesetzt. Ja. Warte. Vorderrad runter. Eins, zwei, hopp. Und eins, zwei, hopp. Tja, das war der zweite Teil der Rumänien-Tour. Einfach krass, was wir da alles schon erlebt haben. Und ich bin auch sehr froh, dass Kimi und Volker dabei waren. Es war immer wieder lustig und wir hatten so viel Spaß. Also ich danke euch nochmal, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr große Bereicherung, auch für mein Leben. Ja, und jetzt geht es auch schon wieder nach Afrika in einer Woche. Und ich freue mich jetzt schon darauf, viel Sand zu sehen, viele neue Leute kennenzulernen
und voll auf die Kacke zu hauen. Und wenn du mich begleiten möchtest, dann kannst du gerne auch meine Blogbeiträge auf Frankies Motorradreisen mit anschauen. Oder wenn du Fotos oder Shorties anschauen möchtest, dann wirst du auf Instagram fündig. Außerdem wollte ich mich nochmal bei euren Kommentaren, euren Likes und euren Abos bedanken. Ihr habt so viel wieder geschrieben, ihr habt so viel Likes dagelassen, alleine nur für die Rumänien-Tour. Ihr seid einfach so awesome. Ich danke euch dafür. Ich bin froh, Menschen zu finden und auch Menschen zu sehen, dass sie dasselbe Gedankengut besitzen und dass sie glücklich sein können, wenn man sie mitnimmt auf solchen Touren. Ich freue mich auch jetzt schon darauf, euch wieder in dem dritten Teil der TET Rumänien Tour wieder mitnehmen zu dürfen. Also passt auf euch auf, bleibt im Sattel und bis bald, euer Frankie.